Es geht so langsam in Richtung Abend- und Nachtstunden am Moskito. Und was macht man da am besten? Schön auf Kaulbarsch angeln, Köderfisch angeln oder einfach rausziehen und verkaufen die Brocken. Also, gucken wir mal, was hier geht. Schön entspannt am Moskito. Eine der coolsten Stellen hier übrigens auch am Moskito, die man immer mal wieder testen kann. Gerade hier in diesem Bereich, so zack, vor dem Schilf, geht das immer ganz gut. Mit verschiedensten Ködern. Das heißt zum einen mit dem Regenwurm natürlich, den man direkt von vornherein im Low-Level schon hat. Da ist auch direkt was dran am Regenwurm. Oder man bastelt sich dann Stück für Stück die Teigköder und wirft die da rein. Oder man verwendet mal sowas wie den Mais. Und auch das funktioniert immer wieder ganz gut. Mais und Käse, da ballern dann auch manchmal die Schleien drauf rein. Kaulbarsch, absolut interessant, weil beim Kaulbarsch immer mal wieder auch, oder für den Kaulbarsch auch immer wieder, gute Kaffeeaufträge drin sind. Und um zu gucken, welcher Köder jetzt gerade hier am interessantesten ist, teste ich hier gerade jetzt drei verschiedene Köder. Und zwar eigentlich so den Originalstandard in der Mitte. Das ist der Regenwurm, der einfach jetzt gerade hier, oha, machen wir mal so. Der Regenwurm, den man ja quasi auch zur Not gratis nochmal am Waldsee bekommt. Wenn man sich da nochmal... Alter, ein Kilo Rotauge. Das ist aber natürlich heftig. Wenn man sich da ein Ersatzset holt, dann bekommt man natürlich auch den Regenwurm nochmal. Oder man verwendet, wie jetzt hier gerade, die Köcherfliegenlarve. Auch das geht natürlich gut. Und als erstes oder auf der ersten Route habe ich jetzt hier gerade nochmal den Mistwurm. Mistwurm immer wieder ein bisschen teuer. Wir können ja gerade mal eben schnell gucken, wie das jetzt hier gerade aussieht an dem Gewässer. Aktueller Stand der Dinge im Shop. Werkzeugladen, hier hinten müsste er doch sein. Angelgeschäft, Naturköder, Würmer, Mistwurm. Siehst du, schon wieder ausverkauft. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Vielleicht mit Glück noch am Windenbach zu kriegen, wenn man jetzt also im Low-Level-Bereich unterwegs ist. Ansonsten 200 Silber im Low-Level ist halt schwierig ranzufarmen. Deswegen teste ich ja halt jetzt auch gerade drei verschiedene Köder, dass man nicht immer sagen kann, allen, ja, mit dem Mistwurm geht das, mit dem Regenwurm geht's auch. Also ruhig hier mal den guten alten Regenwurm testen. So, gucken wir mal, was jetzt so die Nacht über hier reinballert. Und da geht als erstes auch tatsächlich wieder auf dem Regenwurm was. Und ich glaube, ich baue auch gleich um. Denn wenn ich hier gezielt die Kaulbarsche haben will, ob das jetzt eben fürs Köderfischangeln ist, zum Beispiel am Koori geht das gut, man kann das bestimmt auch ganz gut mal Alter, was kommt da? Eine feiste Karausche, Alter, warte mal, wir bauen den hier schon mal um. Fürs Saiblingsangeln, da kann man das natürlich auch mal wieder gut verwenden. Den Kaulbarsch, und von daher lohnt sich das, wie gesagt, eben auch nicht nur für einfach so fürs Rausziehen, fürs Silbermachen, sondern eben auch fürs Köderfischangeln. Zack, und der nächste. Ja, macht einen ganz guten Eindruck hier gerade der Wurm. Gar nicht schlecht. Und auch hier an der Stelle allgemein gar nicht schlecht, auch ein Giebel. Und wenn man jetzt überlegt, wir gehen mal eben kurz rein hier aufs kleine Setup, wie das denn alles hier gerade zusammengebaut ist. So sieht das Setup aus. Also hier schön mit dem ganz feinen kleinen Setup unterwegs. Also mit dem 2,8 Kilo Setup. Super dünne Schnur. Wenn man natürlich im Low-Level-Bereich ist, hat man so etwas noch nicht. Muss man auch nicht verwenden. Man kann hier auch mit 3 oder 4 oder 5 Kilo Schnur hier stehen. Ganz entspannt. Und dann wichtig ist einfach nur einen kleinen Haken verwenden. Kleiner Haken, dann wie gesagt die Würmer. Und dann raus damit. Ganz auf entspannt. Da braucht man kein großes Spezial-Setup. Das geht wie gesagt auch mit ganz normalen kleinen und, ich sag mal schon feinem Set. Dann läuft das zumindest ganz gut. Wichtig ist zumindest, dass man hier die kleinen Haken hat, dass man da nicht zu hoch geht. 18er Haken, würde ich sagen, reicht komplett.
So als größtes, deutlich größer würde ich da glaube ich gar nicht gehen. Und dann runter, durchaus, klar, man könnte mit dem 24er reingehen für eine richtig hohe Frequenz. Aber ich hätte gerne auch den ein oder anderen Kaulbarsch mit über 100 Gramm. Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt ziehen wir den nochmal eben raus und ich gucke danach nochmal gerade im Café, ob es denn da zufällig gerade Aufträge gibt für den Kaulbarsch. Zack, der nächste mit 50, sehr gut. So, klemmen wir den nochmal eben ran und schauen gerade nochmal eben im Café. So, da sind wir auch schon und da ist ein, nee, beide sogar, ja ist es denn. Es gibt aber noch einen dritten Auftrag, sehr schön, gut zu sehen hier schon mal. 5 x 20 Gramm, gar nicht schlecht für mal eben schnell gemachte 20 Silber. Die habe ich schon gleich zusammen. 70 Gramm, das ist schon, ist so die Mittelklasse und dann gibt es den Auftrag mit 104 Gramm ist es glaube ich. Da kriegen wir dann aber auch, soweit ich weiß, 70 Silber ungefähr sollten das glaube ich sein. Also das sind richtig lohnenswerte Aufträge mit dem Lüttenkaulbarsch. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen weiter, ziehe nochmal ein bisschen raus und dann gucken wir gleich mal, was denn da so abgegangen ist. So, 3 Uhr morgens haben wir es. Es wird so langsam hell und trotz allem, es zuppelt natürlich immer noch weiter hier mit den kleinen Kaulbarschen. So sieht es bisher aus. Es sind schön hier welche reingeballert, relativ zügig auch nacheinander und ganz gute Größen. Wenn man noch ein paar mehr haben möchte, auf jeden Fall mit dem Haken runtergehen, dann dauert es aber ja, mit den größeren Brocken in der Regel ein bisschen länger. Es waren gerade schon welche dabei hier, guck mal hier mit 112 Gramm zum Beispiel, auch 88 ist auch wichtig, 70 ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal, dass da noch ein bisschen was reingeht. Die Frequenz oder der Unterschied jetzt gerade, Mistwurm zu Regenwurm. Ich würde fast noch sagen, Regenwurm ist gerade vorne, wobei der größere bisher eben auf dem Mistwurm gegangen ist. Gucken wir mal, wie das noch weitergeht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Das heißt, man kann hier durchaus auch mal so bis, ja, locker bis 8 Uhr morgens hier stehen. Irgendwann hört es halt langsam auf oder die anderen Fische nehmen dann einfach Überhand und dann, ja, dann reicht es auch mit dem Kaulbarsch. Da muss man vielleicht gegebenenfalls auf die nächste Nacht warten, wenn man dann noch den Kaffeeauftrag abgeben will. Ich habe hier übrigens auch geklippt. Stand hier anfangs so ungefähr mit 7 Meter herum und bin jetzt hier mittlerweile auf 8, 9 Meter ein bisschen weiter rausgegangen. Und zwar landet der Köder direkt vor dieser, machen wir das mal so, also direkt hier vorne vor dem Schilf sozusagen. Einer ist auch schon mal reingeflogen. Dann hatte ich erst gedacht, es verhakt sich hier, war aber nur im Schlamm quasi, ist dann das Blei hängen geblieben. Und das konnte man dann danach auch wieder lösen. Ja, wenn ihr nicht mit so ganz feinem Setup dabei seid, mit den Fiederruten auf jeden Fall darauf achten, dass ihr dann die ganz leichte Spitze verwendet, damit man das Gezuppel überhaupt spürt. Ich hatte jetzt gerade schon ein paar, die ich nicht gemerkt habe oder die so ganz klein waren. Und dann vielleicht einfach ausgeschlitzt sind. Das ist natürlich dann auch irgendwie, ja, immer so ein bisschen deprimierend. Dann sitzt man hier und steht hier und wartet und denkt sich, ja, komm, beiß doch mal was rein. Und dann flutscht es weg, weil es irgendwie so zaghaft nur gebissen hat. Das ist natürlich dann auch mies. Oha, ist jetzt schon vorbei, 4 Uhr und es gehen schon die großen Brocken rein. Das ist ja der Hammer. Schleie natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir hier auch gerne mit, aber das kann tatsächlich schon jetzt gerade das Zeichen sein für, oha, es ist langsam durch hier. Ei, 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 wenn jetzt schon die größeren Brocken hier reingehen, nächste Schleie, schick. Gar nicht schlecht, ja, also es gibt, ich habe hier diesen Spot in verschiedensten Videos auch schon besprochen, als Karauschenspot, als Schleienspot und so weiter. Häufig stand ich einfach hier drüben und habe dann von hier aus die Spitze angeworfen, geht auch immer wieder gut. Und ja, wenn man eben hier so ganz kurz mit der Schnur unterwegs ist, kann man das dann natürlich auch von hier machen. Gar nicht so weit rauswerfen, gerade für die kleinen Brocken. Zack, 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 im Idealfall in einer richtig hohen Frequenz, wenn man dann hier mit so einem 20er Haken unterwegs ist. Also, ich denke, es läuft jetzt gleich noch so ein bisschen weiter. Es wird auch ein bisschen weiter rumzuppeln. Ich brauche noch ein paar Gramm. Gucken wir gerade mal nach Kaulbarsch und nach Gewicht. 1, 2, 3, 4.
4, 5. Die kann ich schon so loswerden. 1, 2, da fehlen mir noch welche für den 70 Gramm Auftrag. Da muss ich nochmal ein bisschen weitermachen. Den mache ich aber auf jeden Fall auch nochmal fertig, den 70 Gramm Auftrag. Dann habe ich allein durch die Kaffeeaufträge schon über 50 Silber zusammen. Für so eine halbe Stunde ist das doch gar nicht so schlecht. So, raus damit, weitermachen. Ja, ich glaube so auf 8, 9 Meter ist angenehmer. Dann landet man auch direkt da vorne vor der Schilfkante. Und der nächste Kauli. Jawohl. So. Ja, ihr Lümmels, dann würde ich sagen, raus mit den Ruten und raus mit der Kaulbarsche. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.